Hallo ihr Lieben, ich zeige euch jetzt ein kurzes Food Haul und zwar war ich ein paar Kleinigkeiten einkaufen und habe auch ein paar Sachen im Angebot mitgenommen und zeige euch jetzt einfach was und für wie viel ich das eingekauft habe. Das sind die drei Sachen, die ich aus dem Norma habe, da hole ich gerne die Röstzwiebeln und zwar ist das die 500 Gramm Packung und die haben 1,95 gekostet und in anderen Läden gibt es für 1,95 einfach mal die 100 Gramm Packung, deswegen hole ich die gerne einfach aus dem Norma. Dann habe ich hier lose Rispentomaten, die habe ich auch nicht nochmal extra verpackt, die habe ich einfach so direkt aufs Band gelegt und dann direkt in meine Tasche rein. Die haben nur 77 Cent gekostet und das sind fast ein Kilo, also 890 Gramm. Das hier ist eine Kilopackung Bio-Linsen, rote Linsen, für 2,44 Euro, also auch wirklich sehr, sehr günstig und hält ewig. Also hat der Einkauf insgesamt 5,16 Euro gekostet, aber die Röstzwiebeln und die Linsen sind Sachen, die ewig halten. Die Lebensmittel, die ich euch jetzt zeige, sind gerettete Lebensmittel. Und zwar habe ich vor längerer Zeit mal einen Verein gegründet, der sich gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzt und der die Lebensmittel eben überwiegend an Bedürftige, aber nicht nur an Bedürftige verteilt. Es ist im Prinzip eine Mischung aus der Tafel und Foodsharing und da habe ich eine ganze Menge mitgenommen und da waren jetzt auch nochmal Tomaten dabei, die ich mitgenommen habe. Ich liebe einfach Tomaten und ich weiß immer, was damit anzufangen. Und ich habe auch einige Sachen mitgenommen, weil es eben so viel war und sonst weggekommen wäre, weil ja, wir haben bestimmte Verteilzeiten und wenn danach die Sachen noch da sind, dann ja, werden es an die Helfer halt auch überwiegend verteilt, dass nicht weggeschmissen wird. Und da habe ich auch ein bisschen was für meine Eltern und so mitgenommen, also ein bisschen was, was ich noch weiter verteile, weil ich gar nicht alles brauche und weil da auch ein paar nicht vegane Sachen dabei waren, mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was es alles ist. So sieht das Ganze jetzt erstmal in der Übersicht aus und jetzt zeige ich euch mal genauer, was es ist. Die Ecke hier sind die Sachen, die ich alle verschenken werde, weil ich so viel nicht brauche und weil da vieles nicht veganes dabei ist, dass ich eben an andere weitergebe, dass es einfach nicht weggeschmissen wird und die Leute was davon haben. Und ja, die Sachen hier sind zum Teil von Rewe und zum Teil vom Bioladen. Das meiste davon ist aber wirklich Bio. Hier gibt es ein Baguette von Rewe, zweimal ein Kefir, also so ein, ich glaube, es ist sowas wie ein Milchshake. Ich habe noch nie Kefir getrunken. Zwei Netze mit Zitronen, beziehungsweise zwei Alpro-Joghurt, zwei verschiedene. Ich weiß, dass die da auch gegessen werden. Dann hier zweimal Kräuterbutter, einmal Würstchen. Zwei Joghurts im Glas, einmal Bio, einmal nicht Bio. Nochmal ein Kefir, dann zwei Brote, wir haben noch so viel Brot und Brötchen auch da. Philadelphia, Kräuter dreimal, Butter zweimal. Und hier sind so Gartengummi, vegetarische Gemüsebällchen, die sind halt leider mit Ei, sonst hätte ich sie gegessen. Kaufen würde ich es nicht wirklich unbedingt, wenn es nicht sein muss, weil es von Nestle ist. Also den Teil hier werde ich dann verschenken, der kommt dann später weg. So, das hier sind einmal Bio-Trauben. Die sind in einer Plastiktüte schon so angekommen. Die Plastiktüten wasche ich einfach immer wieder aus und verwende sie so lange, bis sie irgendwie Löcher haben und auseinanderfallen, dass das halt so ökologisch wie möglich ist. Dann habe ich hier 8 Äpfel, 2 Birnen, ganz viel Ingwer, weil Ingwer esse ich bzw. trinke ich fast jeden Tag in meinem Smoothie. Dann habe ich hier noch eine Mango, die hat hier einen Fleck, kann man großflächig ausschneiden, der Rest ist wahrscheinlich noch nicht mal reif. Auch ein Netz Zitronen, mal schauen, was ich da alles draus machen werde. Hier solche kleinen Tomaten, ich hoffe, die schmecken auch süß. Dann habe ich hier solche Chilis, ein paar. Dann habe ich zweimal einen Sojajoghurt, da mache ich ja gern so einen Dip draus, also zum Beispiel Tzatziki oder einen Minzdip. Schmeckt einfach zu verschiedensten Sachen super gut. Einfach Kartoffeln und Gemüse dazu machen und das als Soße quasi. Sehr, sehr lecker. Genau, dann habe ich hier noch zwei Joghurts mit, also aus Hafer. Und einen Hummus, den isst man mit Bewohner gerne. Hier habe ich noch ganz viele Tomaten. Sie haben vielleicht ein paar Schönheitsmakel, aber sie schmecken bestimmt gut. Und sie sind gerettet. Dann habe ich hier verschiedenen Mangold. Der ist hier einmal gelb. Wusste ich auch nicht, dass es den so gibt. Also drei verschiedene eigentlich. Einer ist ein bisschen rosa und einer ist so, wie ich ihn kenne. Ja, dann habe ich hier zweimal glutenfreie Chips. Sowas gibt es ganz, ganz selten. Dann habe ich hier noch zwei Baguettes, die sind ja zum Aufbacken. Ich denke mal, die werden sich auch noch ein bisschen halten. Hier ist ein Weltmeisterbrot, da habe ich auch schon ein paar Scheiben davon gegessen. Das ist sehr, sehr lecker. Am besten schmeckt es, wenn ich es vorher nochmal toast, meiner Meinung nach. Und dann gibt es hier noch ein Fladenbrot. Da werde ich mir wohl einen Döner draus machen. Hier mit dem Dip dazu. Da freue ich mich schon sehr drauf.
So sieht das Ganze jetzt nochmal in der Übersicht aus. Das Krasse ist ja einfach, dass das alles einfach in der Mülltonne gelandet wäre, hätten wir es nicht abgeholt. Und das einfach jeden Tag. Es wird so viel weggeschmissen, was eigentlich noch gut ist. Vieles einfach wegen Mindesthaltbarkeitsdatum, was einfach viel länger hält. Es ist wirklich traurig, aber es ist schön, dass wir die Lebensmittel abgeholt haben und sie weiterverteilen. Und ich freue mich schon drauf, die zu essen. Kostenlos, gerettet, zum größten Teil Bio. Was will man mehr? Und sie waren noch nicht mal in der Tonne. Ich musste sie nicht mal aus der Tonne rausholen. Als letztes kommt noch mein Einkauf aus dem Rewe und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal Danke sagen für die 3 Spender. Insgesamt wurden 30 Euro mittlerweile gespendet in mein Moneypool auf PayPal. Und zwar geht es um die Katzenfütterung, die Wildkatzen, die ich draußen mitfütter. Da habe ich jetzt wieder Futter gekauft für 5,94 Euro. 30 Euro sind bisher da, ich gehe bald noch zum Fressen ab. Das war jetzt erstmal, um die nächsten Tage noch durchzustehen. Vielen herzlichen Dank an die 3 Spender. Es bringt einfach so viel, jeder Euro. Also eine Katzenfutterdose kostet um die 35 Cent. Das heißt, von einem Euro kann ich fast 3 Dosen kaufen und es bringt so, so viel. Es reicht schon fast für einen Tag. Und einfach vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich dabei unterstützt. Moneypool ist auch immer unten in der Infobox noch verlinkt. Also wie gesagt, hier für 5,94 Euro das von Ja aus dem Rewe. Erstmal 18 Dosen für die nächsten paar Tage, bis ich zum Fressnapf komme, da der mir für heute zu weit weg war. Dann gab es hier ganz viele Sachen im Angebot. Und zwar sind es eh meine Lieblingsprodukte. Was Käse angeht, kaufe ich am liebsten eben den Simply V. Das ist der Reibegenuss, den nehme ich gern für Lasagne, Auflauf, Pizza und so weiter. Den tue ich zum Beispiel auch auf die Lidl-Pizza gern drauf. Und normalerweise kostet der Käse 2,99 €, der war jetzt im Angebot für 2,25 €. Genauso wie die hier, die kosten normalerweise auch 2,99 €, jetzt auch für 2,25 €. Deswegen habe ich gleich 4 Stück mitgenommen. Das hier ebenfalls 2,25 € statt 2,99 € und den finde ich sehr, sehr lecker. Den esse ich einfach gern auf Brot mit Karotte zum Beispiel oder Radieschen oder auch ganz gern mal Kresse. Und dann habe ich hier noch meine Lieblingswurst, die war auch im Angebot, 1,27 €. Insgesamt hat mich der Einkauf 20,07 € gekostet, aber da habe ich auch noch Pfand abgegeben, also eigentlich wären es um die 25 € gewesen. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Foodhaul gefallen hat. Wenn ihr gern wissen möchtet, wie ich jetzt die Produkte genau verwende, dann schaut euch gern auch noch ein Food Diary an. Das verlinke ich euch mal hier. Und schaut auch gerne noch in meinen anderen Videos vorbei. Abonnieren nicht vergessen, wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest. Bis bald, eure natürliche Nine.